Heute stelle ich dir die 1-Millionen-Euro-Frage, die deine Träume so richtig glücklich und erfolgreich macht. Du bist gespannt, dann bleibe dran. Hallo und herzlich willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin und Gründerin der I Love My Home Community und zeige dir hier jede Woche, wie du mit einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen einen Riesenschritt näher kommst. Ja, das wirklich glückliche Traumzuhause, das ist vielleicht auch dein Ziel, dein Traum und irgendwie ist es noch nicht so, weil möglicherweise auch das Geld dafür fehlt. Du träumst von den Designermöbeln, von der größeren Wohnung, von den und den Dingen, aber irgendwie hakt es überall. Da müssen wir in den Geldflow kommen und uns das Thema Geld auch im Raum anschauen. Und dazu habe ich meinen Workshop so gestaltet, du deine Räume zum Geldmagneten mit vielen, vielen Tipps und Übungen und ich möchte dir heute meine Lieblingsübung dafür geben, denn sie hat so, so viel an Umdenken und Bewegung und sie wird wirklich den Unterschied auch bei dir machen. Ich stelle dir die 1-Millionen-Euro-Frage. Und die stelle ich sehr, sehr oft auch in meiner I Love My Home Community, auch dort beim Workshops, den es ja dort immer wieder gibt. Wenn du übrigens dieses Video live hörst im Dezember 2018, dann komm gern auch noch in meine I Love My Home Community, denn am 10. Dezember 2018 gibt es noch einmal diesen Workshop, damit wir jetzt schon etwas tun können, um dann im Jahr 2019 so richtig in den Geldflow zu kommen. Lass uns loslegen mit der 1-Millionen-Euro-Frage. Ich bin heute großzügig, ich habe einen riesen Goldbarren auch für dich, das ist übrigens ein Parfum. 1 Million Euro, die schenke ich dir. Und zwar, die bekommst du nur, wenn du die für ganz spezielle Dinge nutzt. Und das ist eine gedankliche Übung. Lass dich dann wirklich drauf ein und schau auch hin, was kommen da für Gedanken. Na, die werde ich nie haben, was auch immer. Es ist eine Übung und starte da einfach los, ohne groß nachzudenken und zu hinterfragen, denn das macht den Unterschied. 1 Million Euro nur für deine Räume. Übrigens, wenn du dir denkst, das ist gar nicht so viel, du kannst sie auch mit 10 Millionen machen, ganz wie du möchtest. Und zwar ist die nur für deine bestehenden Räume. Wenn du ein größeres, ein neues Zuhause, ein anderes Zuhause, eine andere Location haben möchtest, dafür bekommst du noch andere Millionen, davon gehen wir jetzt mal aus. Nur in dem jetzigen Zuhause, und es ist ganz egal, ob du in einem Monat dort ausziehst oder nicht, jetzt mach die Übung für deine Räume. Nicht für ein neues Zuhause, sondern genau für das und für die Innenräume. Also wenn du die Fassade neu gestalten würdest oder was Großes wie das neue Dach, dann hast du dafür noch mehr. Nimm dir einen Block und etwas zu schreiben und starte los. Was würdest du mit dieser 1 Million tun? Starte los. Und wenn du eine ganz, ganz kleine Wohnung hast, mit nur einem Raum zum Beispiel, dann hast du überhaupt den Jackpot. Weil dann kannst du viel, viel mehr noch machen. Viel teurere Dinge dir gönnen, was auch immer. Schau mal auf die Traumdinge, die du schon immer haben wolltest und dir nicht leisten kannst. Die großen, das traumneue Sofa aus Leder, das du in Italien gesehen hast, was auch immer es ist. Schau auf die ganz kleinen Dinge, die schon ewig kaputt sind, wo es vielleicht schon lange Streit gibt, wo du einfach einen Handwerker anrufen kannst und sagen,
Bitte die Leuchten aufhängen alle auf einmal, wo etwas kaputt ist und du sofort tauschen würdest. Wo du neue Fronten bei deiner Küche machen würdest, eine neue Arbeitsplatte oder diesen alten Herd, den alten Kühlschrank endlich hinauswerfen würdest. Schau dir die Dinge an, die du jeden Tag nützt. Deinen Einkaufskorb, deine Bettwäsche, was auch immer es ist. Schau da auch durch die Räume. Geh jetzt dann wirklich durch die Räume und schreib dir alles auf, jede Kleinigkeit. Diese Glühbirnen können gewechselt. Da würde ich mir eigentlich einen neuen Kalender kaufen, weil der ist schon wirklich viel zu alt. Neue Gläser, ein neues Geschirr. Würdest du in neue Töpfe investieren, was auch immer es ist? Welche Dienstleistungen würdest du in Anspruch nehmen? Würdest du wirklich jedes Jahr die Fenster selbst putzen, zwei, dreimal im Jahr? Würdest du eine Putzhilfe haben? Welche Handwerker würdest du einladen, um endlich mal auszuräumen? Und auch jemanden, der dann die Reinigung für dich übernimmt. Die Kleinigkeiten, deine Türmatte. Schau all die Dinge an und schreib sie auf. Du kannst da auch mehrere Tage nützen. Und wenn du wirklich sportlich bist, dann schreib dir ungefähre Zahlen daneben, was das circa ausmachen wird. Einfach schätzen. Du kannst auch wirklich so weit gehen, dass du versuchst, die 1 Million wirklich zu nützen. Und einige Kunden von mir haben es gemacht, die haben einige Monate dafür gebraucht. Und das hat so, so viel in Bewegung gesetzt. Auch Geldfluss und Dinge wie Gehaltserhöhungen und solche unglaublichen Dinge. Schau dir an, was kannst du heute davon schon ändern, ohne nur 1 Euro zu verbrauchen. Was braucht nur 5 oder 50 und du machst es nicht und es kostet dir jeden Tag Energie und Kraft. Und noch dazu, bist du es nicht wert oder diese Räume sind es nicht wert, dass du dieses Geld aufbringst. Was sind die wichtigsten Dinge, die du eigentlich, wenn du in Geldfluss wärst, wenn du diese 1 Million hättest oder einfach nur 1000 Euro für deine Räume als allererstes tun würdest? Was würdest du dir zum Weihnachten wünschen und zu deinem Geburtstag, um das möglich zu machen? Schau, was du da gleich umsetzen kannst. Das ist die große Magie, weil wir müssen nicht warten. In unserem Unterbewusstsein haben wir oft gespeichert, das geht alles nicht. Eine Kundin von mir hat mir geschrieben, diese Übung hat dazu geführt, dass ich erstmals eine Firma kommen habe lassen, die Fenster in meinem Zuhause zu putzen. Diese Übung allein und diese Tatsache hat mein ganzes Leben verändert. Weil das hat 80 Euro gekostet, einmal im Jahr. Ich habe es nicht immer wieder verschoben, was ich sonst wochenlang gemacht habe, immer schlecht gefühlt, dann waren die schmutzigen Fenster, es gab Streit in der Familie, all das ist jetzt weg. Und das für 80 Euro, die ich natürlich habe. Und ich habe immer geglaubt, das geht nicht. Was auch immer es bei dir ist. Bei mir war es zum Beispiel mein Einkaufskorb. Ein Einkaufskorb, der 20 Jahre alt war, kaputt, alt, den ich jeden Tag genommen habe, wo ich hinausgegangen bin und der mich wirklich heruntergezogen hat, der mir kein Lächeln auf die Lippen gebracht hat. Ich habe mir jetzt einen neuen gekauft, der mir so richtig gefällt, übrigens auch mit Konfetti. Und das macht einen Unterschied. Weil ich nehme ihn jedes Mal mit Freude, auch bei dem Thema Einkaufen, wo ich vielleicht auch gar nicht einkaufen gehen will, aber einfach muss, wenn wir was zum Essen brauchen. Also, mach diese Übung und berichte mir. Berichte mir in meiner Facebook-Gruppe Glückliches Zuhause oder komm auch zum Workshop, so gestaltest du dein Zuhause zum Geldmagneten. Es macht einen riesen Unterschied. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit deiner 1 Million Euro für dein Zuhause. Geh durch,
schau, was es verändert und schau vielleicht auch, was da für Gedanken aufkommen. Würdest du das Geld für ganz andere Dinge nützen? Dafür hast du eine andere Million. Nütze sie auch dafür. Für Freizeit, für einen Urlaub, für eine Stunde Yoga, was auch immer es ist. Vielleicht einmal eine Nacht in diesem Hotel übernachten, einmal dort zum Abendessen gehen. Wenn du mit deinem Blickwinkel dort schon hingehst, dann sind viel, viel mehr Dinge möglich und dann geht der Geldfluss so richtig los. Das war's zur 1-Millionen-Euro-Frage. Ich werde sie übrigens demnächst wieder tun, weil du solltest sie auch so einmal im Jahr wiederholen, damit du da auch im Flow bleibst. Ein Tipp noch zum Abschluss. Die großen Dinge wie dieses Traumledersofa, was vielleicht 10.000 Euro kostet und jetzt wirklich nicht möglich ist, weil einfach nicht so viel am Konto ist. Bring dir das in den Raum. Ein Bild davon, schau, dass es gut sichtbar ist. Welche Kissen stellst du dir auf diesem tollen Sofa vor? Kauf dir schon die Kissen, die vielleicht möglich sind und dann denkst du bewusst und unbewusst immer an dieses neue Sofa und kannst das wunderbar dann auch manifestieren, dass es möglich ist. Oder du findest genau dann ein Sofa, das genauso toll ausschaut wie dieses italienische Modell, aber sogar ein bisschen günstiger ist und jetzt möglich ist. Eine spannende Geschichte, viel Spaß in deinen Räumen und vergiss nicht, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Und wenn du die 1-Millionen-Euro-Frage auch anderen schenken willst, dann leite sie weiter, teile dieses Video, teile diesen Beitrag mit anderen und diskutiert gemeinsam darüber. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Ein spannendes Thema. Ich freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe und wir sehen uns wieder nächste Woche.